Ja, nochmal Säure. Nein. Okay. Einfach nur, falls ich auf der anderen Seite irgendwas vergeige? Gehen wir mal auf die andere Seite und gucken nach. Was können wir denn so vergeigen? Fetus Chicken. Wofür brauche ich die Kisten? Hier brauche ich die Kisten. Ich habe bisher nur zwei Stück gesehen. Okay, die bleiben auch nie lange offen. Und Kisten würden ja da durchfallen, weil wir nur da durch können. Also kann ich da nicht eine Plattform machen? Ihr wollt mir keine Kisten mehr wegnehmen! Chicken haben sie doch getan. Und es war schrecklich. Okay, nur den Säureweg durchschreiten. Erst die andere Kiste darunter werfen. Aber mir fehlen dann immer noch zwei weitere Kisten. Ich könnte natürlich auch den Marshmallow. Weil die Holzkugel kriege ich nicht aus ihrem Käfig. Ich könnte höchstens noch Marshmallow benutzen. Ach, das kommt noch mit rein. Geh ins Loch! Sag mir nicht, Kiste zu groß. Ja, Kiste zu groß. Ernsthaft. Und da unten kann ich ja nichts platzieren. Und das Ding würde kaputt gehen.
Ja, es prallt aber meinem Gesicht auf. Ich lasse es ja los beim Runterfallen. Moment, erstmal die andere Kiste zurück. Wieso ist hier eine Erhöhung? Bringt mir das irgendwas? Ist da irgendwo eine falsche Holzwand? Ja, Chicken, guck dir mal den Unterschied an. Kein Wunder, dass das nicht reinpasst. Werf es doch rein! Gut, dass die Kiste nicht kaputt gegangen ist. So, zumindest einen haben wir jetzt schon. Marshmallow würde wahrscheinlich auch noch darunter passen. Geht zwar langsam voran, aber das geht nicht kaputt, ne? Doch. Ich hab's zu viel geworfen und irgendwie ist jetzt meine Sicht schief. Ich hab meine Sicht verbuggt. Na, jetzt ist wieder alles normal. Solange ich mich ja nicht durch das gelbe Tor teleportiere, bleibt Marshmallow dort. Dann muss ich das vom Säureraum hochwerfen. Umständlich. So, gehen wir in den Säureraum wieder. In den Holzraum nach dem Säureraum, besser gesagt. Ach, dadurch kann ich das nicht mal. Okay, wir machen heute alles dreifach, vierfach und was auch immer. Durch die Barriere kann ich das nicht löschen. Auch um einfach, wenn es auch kompliziert geht, ne, Marshmallow? Oder muss ich diesen blauen Kristall, geht das auch, den wir in dem anderen Raum gefunden haben, wo wir die Pyramidendreiecke gebaut haben? Perfekt.
So. Erstmal den Raum wieder sichern. Wenn ich dann Marshmallow und den Lichtkristall runterwerfe. Marshmallow, du darfst auf eine Reise gehen. Freust du dich? Marshmallow, freu dich! Auf eine Reise. Gut. Marshmallow ist erfolgreich auf eine Reise gegangen. Du darfst auch noch auf eine Reise gehen. Hoffentlich ist das Ding schwer genug. Ich habe ein Problem. Es sei denn, ich kann die große Kiste auf 2 stellen. Okay, das Ding ist schwer genug. Gut, dass wir es mitgenommen haben. Das führt uns einfach nur in den Tod. Ja, und das müssen wir auch noch machen. Wie mache ich das? Ist die Frage. Aber dann fehlt uns immer noch 1. Weil 2 müssen. Ne, 3 fehlen. Dann fehlen 2 noch irgendwo. Weil da hinten kennen wir 1 und irgendwo anders müsste noch an 1 versteckt sein. Es scheint aber nicht zu sein. Oder ich müsste gucken, dass ich mit Marshmallow da hinten runterspringe. Das haben wir jetzt eigentlich. Alle Schlüssel, da müssen wir nicht mehr hin. Da können wir das ruhig zumachen. Aber lasse ich nicht automatisch los? Wenn ich irgendwo runterfalle? Auf welcher Seite war das Ding? Auf welcher Seite war das Ding? Hier war das. Okay, weil ich könnte auch irgendwie mit den Dingern. Nee, ist zu weit weg. Wieder vorne so ein Winkelding mache. Winkelding? Wie das anhört. Ja, Chicken hörte sich dann an. Merkwürdig, ich weiß.
keine Ahnung, wie ich das jetzt gerade angestellt habe. Ich bin magisch. I'm a magical girl. Kann ich auch hier überall so rumlaufen? Okay. Nicht nur bis hier. Ja, fehlt noch eins irgendwo. Keine Ahnung, wo das sein soll. Haben wir nicht mehr Marshmallow gebraucht? Dab, 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 dab. Wahrscheinlich ist irgendwo wieder eine Geheimwand. Warum ist hier? Keine Ahnung. Getroffen, geil. Geil, geil, geil. Geil, geil, geil. Meine Sicht ist wieder verglitscht. Ja, danke. Gehen wir einfach ins nächste Level. Aber die haben hier nicht gerade ein sicheres. Die haben nicht mal ein Geländer. Generell. Sind die Stufen ein bisschen. Ne? Oh, 200 Minuten fast. We spent our lives for years this way. My friend and his mad, triangular world, whereas I led a restless life as a guardian. I only found certainty in the daily visits to the temple to watch him, every single day. Until he was no longer visible in the portal, and after all these decades, I forgot almost everything. Losgelöst. Ja, fast hat er es vergessen. Erinnere mich irgendwie an diesen einen NPC im Feuerschleierhügelgrab von Skyrim, der diese Tinktur getrunken hat, um Spektralform anzunehmen, sodass Leute dachten, er sei ein Geist und weswegen dann Leute von dem Hügelgrab fernbleiben, damit er in Ruhe nach dem Schatz suchen kann. Aber dann irgendwann hat er selbst geglaubt, er sei ein Geist. Daran erinnert mich das gerade. Egal. Das nächste Level wird wahrscheinlich genauso lange brauchen wie das hier. Deswegen würde ich sagen, sie bis zur nächsten Aufnahme. Ist ja schon wieder kein freie Nacht. Ah. Was für eine Tortur.
Mal gucken, was das Level hier alles von uns abverlangt. Ich sehe schon mal eine Druckplatte. Und ein blaues Etwas. Wird wahrscheinlich wieder Marshmallow in Blau sein. Dass wir uns dazu hin teleportieren können. Aber das fand ich ein tolles Prinzip. So viele wunderbare Ideen. Oh. Manche mehr wunderbar, andere weniger wunderbar. Aber egal. Jedes Spiel hat seine Höhen und Tiefen. Und hoffentlich geht es hier nur noch bergauf. Ich hätte fast bergab gesagt. Naja, es geht bergab. Es geht runter. Wir können ja wohl schlecht hoch. Da, ne? Ist zu. Und nachdem wir unten waren, geht's dann wieder nach oben hinauf. Aber ja, in der nächsten Session. Bis dann, ciao!